Genauso ist es. Und wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Gast hier bei uns im Interviewstudio, nämlich den neuen Vorstand der Salzburg AG, Herwig Struber. Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Sie haben 1999 hier in der Salzburg begonnen. Was war denn da so Ihre erste Tätigkeit? Ja, das stimmt. 1999 war mein Eintrittsjahr. Ich habe begonnen als Trainee. Also die damalige SAFE hat ein Trainee-Programm ausgeschrieben. Und ich habe Elektrotechnik und Wirtschaft studiert und genau das suchte die SAFE. Und da war ich der Meinung, diesen Versuch starte ich. Damals schon gedacht, dass Sie jemals Vorstand werden? Bestimmt. Nein, im Gegenteil. Nein, auf diese Frage natürlich ein Nein. Es war eine spannende Zeit. Wir sind da in die Liberalisierung eingetreten und es war der richtige Zeitpunkt nach dem Studium auch zu sagen, ja, die Liberalisierung interessiert mich und das war der Hauptgrund, warum ich damals in die SAFE eingestiegen bin. Wenn man jetzt einen Kollegen oder eine Kollegin, der direkt mit Ihnen Zusammenarbeit fragt, wie Sie so sind, wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ich glaube, die erste Eigenschaft, Vertrauen, also mir ist extrem wichtig, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und das zweite, Ehrlichkeit. Also ich bin bekannt, ich bin ehrlich und das bewahre ich mir auch. Und das dritte ist, glaube ich, Loyalität. Also das sind meine drei Themen, Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen ins Persönliche hinein. Wie schaut es denn da bei Ihnen familientechnisch aus? Ich glaube, Sie haben Kinder? Ja, ich habe drei Töchter. Also ich habe ein Frauenhaus, vier Frauen zu Hause. Bin ich sehr stolz darauf. Und privat umschreibt man mich der Mensch, der Herwig, der wenig schläft und 110 PS hat. Wenn man schon so eine lange Zeit dabei ist, was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? Was waren da Highlights für Sie? Oder wo ist es ein bisschen schwieriger gewesen? Ja, das erste Highlight war gleich das Jahr 2000, der berühmte Millenniums-Bug. Mhm. Ich wurde damals, habe ich die Aufgabe bekommen, ich soll das Netzwiederaufbaukonzept berechnen. Also für den Fall, dass das Stromnetz in dem Sinne nicht mehr funktioniert, dass sie es wieder aufbauen. Und ich habe mir damals gedacht, das wird vielleicht eine kurze Karriere, weil wenn für den Fall, dass das nicht funktioniert, war ich eher der Meinung, dann wird die Karriere schnell beendet sein. Da hat er die ganze Welt Angst gehabt, quasi, dass die Computer am nächsten Tag nicht mehr laufen, ne? So und so auch das Netz. So war es und wir haben damals ein großes Projekt aufgesetzt, jeder hat seine Aufgaben gehabt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe an diesem Silvester erst um 0.30 Uhr den Sekt aufgemacht. Und es ist alles gut gegangen, offensichtlich. Es ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Wie ist es dann eigentlich dann weitergegangen mit Ihrer Laufbahn in der Salzburg AG? Ja, ich sehr schnell. Bereits im Jahr 2001 wurde ja die Liberalisierung des Strommarktes in Österreich umgesetzt. War eine riesige Herausforderung für die gesamte Branche. Ich habe dort eine verantwortungsvolle Aufgabe bekommen. Ich habe dort die Leitung der Netzwirtschaft übernommen. Das war das Thema, alle Dinge rund um die Liberalisierung, Wechselmanagement, Datenmanagement, das in der Salzburg AG zu implementieren. Und wie ist es dann weitergegangen? Es ist weitergegangen mit der Liberalisierung der Strom- und der Gasmärkte. Und bereits 2006 habe ich die nächste Herausforderung gehabt. Es war gesetzlich notwendig, den Netzinfrastrukturbereich in eine eigene Gesellschaft auszugründen. Wobei ich erwähne, wir waren und sind immer noch eine 100% Tochter der Salzburg AG. Das heißt, man hat damals das Netz von der Salzburg AG trennen müssen. Stimmt, das war rechtlich notwendig. Wir haben natürlich geschaut, dass das kulturell eine Salzburg AG Gruppe bleibt. Das haben wir auch sehr gut geschafft, aber rechtlich war diese Trennung notwendig. Jetzt sind wir bei der Salzburg Netz GmbH angekommen. Da gab es ja auch so einige Stationen für Sie. Ja, 2006 eben war ich gleich Mitglied in der Netz GmbH und ich habe es dann über die nächsten Jahre interessante Projekte initiieren dürfen, zum Beispiel das Smart Meter Projekt, die Regulierung mitgestaltet, aufgebaut und bis 2016, wo man mir das Vertrauen geschenkt hat, auch in die Geschäftsführung zu wechseln. Die Energiewende, sprechen wir über die ganz kurz, weil die ist ja auch wichtig für das Netz damals gewesen. Ja, oder ist nach wie vor sehr wichtig für das Netz. Ja. Aber bleiben wir bei der Salzburg AG. Wo steht da die Salzburg AG bei der Energiewende? Was haben wir da schon alles geschaffen? Wie wird es da weitergehen? Was haben wir noch alles vor? Also bei der Energiewende sind wir ganz vorne dabei. Wie Sie schon gesagt haben, vom Netz her haben wir es gemerkt, bereits in den Jahren 2018, der gesamte Photovoltaik-Boom, der ganze Ausbau der Erneuerbaren hat uns im Netz schon gefordert. Und jetzt ist richtig ein Turbo gestartet worden, was das Thema erneuerbaren Ausbau und Infrastrukturausbau bedeutet. Gibt es da ein paar so Beispiele, was wir jetzt vorhaben, was wir tun? Ja, es gibt tagtäglich jetzt Beispiele. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr 10.000 PV-Anlagen ans Netz genommen. Zum Vergleich, wir waren da in den letzten Jahren ca. bei 1.000 bis 2.000. Und allein die Leistung dieser Photovoltaik entspricht fast 5 bis 6 Salzachkraftwerken. Also es tut sich sehr viel. Wir sind da ganz vorne dabei und wir sind stolz darauf, Teil der Energiewende zu sein. Jetzt sind Sie neuer Vorstand der Salzburg AG, neben Vorstandssprecher Michael Bamminger. Was sind da Ihre konkreten Ziele für Sie persönlich?
Ja, ganz oben steht natürlich die Ermöglichung der Energiewende. 2030 100% Strom aus Erneuerbaren, 2040 die Dekarbonisierung der Fernwärme. Es freut mich jetzt wirklich, dass ich auch aus der technischen Seite, aus dem Netz heraus, jetzt auch die Erzeugung dabei habe und so eigentlich noch einen wichtigeren Beitrag leisten kann, einen persönlichen Beitrag, um die Energiewende wirklich zu ermöglichen. Da haben wir alle und besonders auch Sie sehr, sehr viel vor für die Zukunft. Ich sage Dankeschön. Dankeschön.